Der Specht. Er sagt. Der Zwerg, er sagt, seid gegrüßt zu einem neuen Part. The Night of the Rabbits. Rabbit mit dem Zwergenfürst. Ein Kuckuck. Wie klingt er doch? Gut, dann reden wir mal mit der Kröte. Die wird uns einen Zauber beibringen oder sowas in der Art. Der Gesang des Waldes. So ein schöner Klang. So friedlich. So. Sie schläft tief und fest. Und sie spricht im Schlaf. Wow, ist die riesig. Es fühlt sich an, als ob sich mein Kopf nicht entscheiden kann, ob sie hier ist oder nicht. Das muss an der Münze liegen. Seit ich durch sie hindurchgeschaut habe, hilft sie mir, die Kröte zu sehen. Okay, wir haben eine Sternkarte. Haben wir noch Kaffee dabei? Sonst könnten wir der Kröte ein bisschen Kaffee geben. Dann wird das vielleicht... Ja. Das würde vielleicht helfen. Das Portal nach Mauswald hat sich geschlossen. Wer hätte gedacht, dass der alte Pfadbaum so etwas kann? Pfadbaum. Vielleicht wusste wirklich früher jemand von dem Portal. Hallo? Vielleicht müssen wir so mit dem Stock so ein bisschen kieksen. Der Gesang ist so. Sie schläft tief. Wow, es fühlt sich... Tja, Stock. Ein Stock bringt hier nichts. Tja, ein Hackel vielleicht. Hallo. Bisschen brutal, aber. Der Gesang des Waldes. So. Sie schläft. Wow, das zeigt. Okay, der hat nichts gebracht. Nein, ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. Okay. Das bringt nichts. Wenn du meinst, mit dem Löffel vielleicht. Ich dachte mit dem Löffel. Das muss nicht gelöffelt werden. Vielleicht spricht sie der Knackfrosch mehr an als meine Stimme. So, und finde ich so. Das Rufen eines Freundes. Oh, schon. Nein. Wohl nur ein Traum. Nein, ich bin's wach auf. Des Waldes. Übertönt alles. So friedlich. Wir müssen den Wald ausschalten. Scheint, als hätte wegen der Stimmung hier... Warte mal, hier gibt's doch hier bestimmt hier... eine Option hier, das ist... Das gab's doch in Deponia schon hier. Das ist, okay, können wir nicht. Ich dachte mir, dass man eventuell irgendwo... Schade. Dass man irgendwo die Hintergrundmusik ausstellen kann. Dann auf einmal. Ja, wie in Deponia 2. Das Portal nach Fahrt vielleicht muss... In einem meiner Bücher stand, dass Pilze nur an besonderen Orten in der Nähe. Okay, das hatten wir schon. Ich will lieber. Ein Kuckuck. Na dann gehen wir mal zurück zur Welt, zur Fahrtkreuzung. Zur Wegkreuzung.
Au. Hier ist alles beim Alten. Beruhigend. Bis auf die Poster. Der große Zaron. Erleben Sie den größten Illusionisten unserer Zeit. Das ist doch das gleiche Poster, das ich aus dem Reisekoffer mitgenommen habe. Mhm. Wer das wohl hier aufgehängt hat? Äußerst seltsam. Das sieht ja fast so aus wie dieser Lehrer, der Meister, der uns jetzt ausbilden soll. Der große Zaron, hellsichtiger Illusionist, bald auch in Ihrer Nähe. Wann denn? Und wo? Komisch. Tja. Hier ist noch der Kreis, wo das Karottenfeuer gemacht haben. In Bunterspecht. Hallo da oben. Hallo da unten. Okay. Da sind wir wieder zu Hause. Mhm. Drinnen warten nur meine Schulsachen darauf, gepackt zu werden. Das Abenteuer aber wartet hier draußen. Zumindest bis zum Mittagessen. Und um 3 läuft eine neue Folge. Ja, die neue Folge wirst du wohl verpassen. Leer. Keine Comics. Joa. Sind wir wieder hier in Real Life. Das kommt mir hier leider sehr bekannt vor. Hier der Blick nach Mauswald hin, die große Statue. Die Stadt sieht aber schon wieder ganz schön grau aus heute. Als ich jung war, gab es hier nur Felder, soweit man sehen konnte. Nee, aber im Ernst. Seit sie den Supermarkt neben der Schule gebaut haben, sieht es da unten noch trauriger aus. Schule. Nur noch 2 Tage Sommerferien. Dann sitzen wir wieder da unten. Das ist traurig. Naja. Noch 2 Tage Abenteuer. Auf der Mauer können wir jetzt nicht langlaufen. Sehr schade. Okay, momentan bleibt mir nur mit dieser Kröte zu sprechen. Er sagt, Stein werfen. Das bringt nichts. Ach was, was tut was bei mir? Ich muss aufpassen, sonst schmilzt mir die Schokolade wieder in der Hand statt im Mund. Sagt Mama immer. Ja, was sollen wir denn machen? Wie klingt er doch? Ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. Ich dachte, die Multifunktionszweckwaffe. Ich könnte was bringen. Ja, da ist leider kein Kaffee mehr drin. Nein, das gehört nicht in mein... Okay, da ist leider auch kein Blausaft mehr drin. Sonst kriegt man die mit dem Blausaftbecken oder so. Hagebutten sind cool, aber irgendwie ziemlich nutzlos. Verzeihung. Genossen habe ich. Genossen. Ich will keine Plakate kleben. Auch nicht für den großen Zaron. Der Specht. Der Specht. Er sagt. Vielleicht können wir den Specht irgendwie hierher locken. Ach du Scheiße. Ein Klopfrätsel. Offensichtlich spreche ich nicht, Specht. Was willst du mir sagen, du Vogel? Was denn? Warum guckst du so? Da fliegt er weg. Ich habe das dumme Gefühl, ich habe was Falsches gesagt.
Naja, wenigstens ist es hier jetzt ruhiger. Aber auch nur gering. Geringfügig. Der Specht ist nicht da. Vielleicht hilft das jetzt, die Kröte aufzuwecken. Jo, und jetzt hier rein. Und nochmal mit der Kröte reden. Hallo. Die schlummert noch. Der Gesang des Waldes. So ein schöner Klang. So. Sie schläft tief und fett. Wow, es fühlt das Mutzeichen. Wir müssen den Gesang des Waldes irgendwie ausschalten. Ein Stopp bringt hier nichts. Tja. Das bringt nichts. Es bringt alles nichts. Es bringt alles nichts. Silberfolie nützt hier nichts. Vielleicht bastelst du dir ein Hutstrauß. Wie klingt er? Mein Becher ist sicher eine Allzweckwaffe, aber hier bringt er mich nicht. Ein Kuckuck. Das Portal wer? Wo finden wir denn? Wo finden wir den Kuckuck? Das ist auch hier irgendwo unterwegs. Spatzen. Hoch oben. Kuckuck und Spatzen. Tja, da oben im Baum könnten wir irgendwas machen, aber... Ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. Ein Kuckuck. Tja. Wie klingt er doch? Ja, zum Kuckuck. Wie kommen wir denn hier weiter? Nee, nochmal mache ich das nicht. Nachher werde ich noch zum Muskelprotz. Das würde dir ja sehr schaden. Die Spatzen. Tja. Da ging mir mal wieder die Option aus. In der Ferne. Krähe in der Ferne. Die Spatzen und der Kuckuck. Tja. Hier ist eigentlich alles beim Alten. Mama ist wohl schon zum Einkaufen gefahren. Die ist immer noch beim Einkaufen. Wie spät es gerade ist. Hauptsache, ich verpasse nicht das Essen. Tja, da wäre ich mir nicht so sicher. Die Regentonne, ja, was ist? Als ob das Grillzirpen aus der Tanne kommt. So ein Krach zur Mittagsstunde. Ha, unglaublich. Das haben wir gleich. So, jetzt ist Ruhe. Oh. Jetzt ist es schon fast wieder zu leise. Wir haben die Kröte ausgeschaltet. Ach was. Vielleicht können wir ja irgendwie jetzt... Haben Spatzen in diesem Nest gewohnt. Vielleicht zieht ja nächsten Frühling wieder jemand hier ein. Wir müssen noch den Kuckuck und Spatzen loswerden. Tja. Ja, das Grillenzirpen ist jetzt weg. Vielleicht. Ja, jetzt ist es schon ein bisschen ruhiger geworden. Hallo.
Der Gesang des Waldes. So ein schöner Klang. Ja, okay. So friedlich. Schläft immer noch. Sie schläft? Wow, das schön. Das muss an der Zeit. Vielleicht können wir ja jetzt mit dem. Vielleicht spricht sie der Knackfrosch mehr an als meine Stimme. Schlummert immer noch. Das Ruf der geübert. Ist nur ein Traum. Scheint, als hätte sie den Knackfrosch nicht ganz gehört. Wegen ach, verdammt. Klang des Waldes. Die Stimmung hier im Wald ist aber auch echt beruhigend. Die Spatzen müssen wir noch loswerden. Ein Kuckuck. Ein Kuckuck und die Spatzen. Vielleicht können wir da ein bisschen. Ich muss aufpassen, sonst schmilzt mir die Schokolade wieder in der Hand statt im Mund. Sag mal den und das hinstreuen oder so. Den Pfeffer, den hinstreuen da. Das braucht keine besondere Würze. Irgendwie müssen wir die Spatzen ja loswerden. Im Stockvulkan. Ein Kuckuck. Wie klingt er doch? Der Kuckuck. Ja, wo kommt denn der her? Wo kommt denn der Kuckuck? Ja. Da sind zwar immer noch die Spatzen da, aber. Kuckuck, ich sehe ihn nicht. Ach, ey. Den Specht haben wir schon vertrieben. Aber der Kuckuck. Ja, da gehen wir auch. Ja, hier gibt es nicht viel zu tun. Kuckuck. Ich höre den hier irgendwo. Sie sieht so zufrieden aus. Ja. Ich kann das Buch lesen. Okay. Da benutzt das Buch nicht. Die Eulenmauer. Ja, die Eulenmauer. Wo ist der verdammte Kuckuck? Ich bin jetzt gerade echt zu blöd dafür. So ein Briefkasten, das Geheimversteck. Leer. Keine Comics, magische Botschaften oder pinke Briefe von nervigen Brieffreundinnen. Pinke Briefumschläge, das kennen wir doch irgendwo her. Ich habe mein geheimes Lager schon geplündert. Schade. Tja, ich habe wirklich nicht viele Optionen, oder? Ja, hier im Busch vielleicht irgendwo. Nee, zu weit kurzem will ich nicht. Ja, Mai. Kuckuck nervt doch langsam ein bisschen. Fußspuren. Hier unter meinem Fenster muss letzte Nacht ein großes Tier durch das Karottenbeet gelaufen sein. Anhand der Spuren lässt sich sagen,
dass es sich um ein geheimnisvolles, längst ausgestorbenes Säugetier handeln muss. Ja, das kommt mir bekannt vor. Seit ich Junior-Mitglied im Dschungelforscherclub geworden bin, klingen meine Theorien noch überzeugender. So viel Kompetenz für nur 2 Mark pro Quartal. Ich bin echt gerade überfragt. Der klingt doch hier relativ nah. Scheint hier irgendwie hier mit dem Nest, vielleicht kann man das Nest irgendwie mit dem Stock. Früher haben Spatzen in diesem Nest gewohnt. Mhm. Vielleicht zieht ja nächsten Frühling wieder jemand hier ein. Wenn du das Nest jetzt kaputt machst, vielleicht sind dann die Spatzen auch weg. Tja. Das bringt nichts. Ja, gut. Ich muss aufpassen. Ja. Tja, du bist immer noch nicht aufwachen. Hallo. Es ist irgendwie, ja. Der Gesang des Waldes. So ein schöner Klang. So friedlich. So. Sie schläft tief und fest. Und sie spricht im Schlaf. Das muss an der Zeit ich... Ja, wenn du jetzt durch die Mütze guckst, das bringt nichts. Die Münze hilft mir nicht weiter. Ja, Mai. Wie können wir damit irgendwas anfangen? Mal den Pfeffer. Vielleicht können wir mit dem Pfeffer irgendwie die... Nur eine kleine Prise. Oh nein. Oh wei. Als ob das jetzt was gebracht hat. Oh Mann, jetzt habe ich ein Piepen im Ohr. Immerhin, das Niesen scheint die meisten Vögel in der Nachbarschaft vertrieben zu haben. Aber die Kröte schlummert immer noch tief und fest. Mist. Der Kuckuck ist, glaube ich, noch da. Ja, vielleicht können wir jetzt, wir können es ja mal versuchen. Wow. Oha, okay, sie ist wach. Vielleicht. Wer stört die Walde? Das sieht gut aus. Ein Menschenkind. Jetzt können wir mit der Kröte reden. Lass mich einen Augenblick länger der Welt lauschen. Nee, dann schläfst du wieder ein. Nur ein paar Monate. Nur ein paar Jahre. Nee, ich hab keine Zeit. Lauschen.
lauschen. Nee, jetzt nicht wieder einschlafen. Ich hab grad keinen Kaffee parat. Strom der Zeit. Mein Name ist Jerry und ich bin ein mächtiger Zauberer. Mein Name ist Jerry und ich bin ein mächtiger Zauberer. Wisse, dies alles gilt wenig im Strom der Zeit. Tja, da waren wir all die Jahre quasi Nachbarn und kennen uns gar nicht. Ich will irgendwie den Zauberer lernen und... Hast du nicht zugehört? Geh, Mensch. Lass mich dem Strom der Zeit lauschen. Versuchst du ihm zu widerstehen, wird er dich vernichten, zerfurchen, ja, herunterbrechen. Der ist ja nicht besonders gesprächig. Ich merk schon. Vielleicht können wir damit. Wow. Ich will kein Störenfried sein, aber. Kann er auch was anderes sagen, außer der Strom dies der Zeit und blablabla. Wenig im Strom der Zeit. Ist ja schön und gut, aber. Sie haben da etwas Kreide, Dameauge. Der Strom der Zeit hat es herangetragen und wird es fortspülen. So wie dich. Geh, Mensch. Geh. Lass mich dem Strom der Zeit lauschen. Aha. Ich glaube, der will sich gar nicht richtig unterhalten. Ja, aber ich will mich unterhalten. Der Strom der Zeit. Wow, Sie sind das ja hatten wir noch nicht. Wisse, dies alles gilt wenig. Ja, der Strom der Zeit. Strom der Zeit. Der Strom der Zeit? Der Strom der Zeit. Wenn du lernst zu verharren, zu warten. Das kann ich absolut nicht. Zu das ist eine absolute Schwäche von mir. Dann spürst du, wie er dich umfließt. Der Fels. Ich kann ihn flüstern hören. Ja. Das Flüstern der Felsen? Der Fels. Er hört. Lernst du zuzuhören und zu lauschen, wie du mir gelauscht, kann er preisgeben, was der Strom der Zeit an ihm vorbeigetragen hat. Tritt näher, auf dass du erfährst, wie du der Felsenstimmen vernehmen kannst. Seine Ausdruckheit, da war die Lust nicht geworden. Ja, und ich habe euch auch noch was zu verraten, was ganz wichtig sein könnte für die nächste Zeit auf meinem Kanal, für die nächsten Uploads in den nächsten Wochen. Hört kurz zu. Habt ihr verstanden? Ich habe es euch hier schon schön entgegengeflüstert. Das müsst ihr jetzt verstanden haben. Da habe ich jetzt quasi meine ganzen Vorhaben verraten, was jetzt die nächste Zeit auf euch zukommt. Das habe ich jetzt alle meine Geheimnisse verraten.
Gut. Du hast einen Zauber gelernt, um ihn zu nutzen, öffne das Inventar und klick auf den Zauberer. Felsflüstern. Dem Zauberstab. Die Stimmen des Waldes. Die Stimmen des Waldes. Sie klingen trauriger. Seit meinem letzten Erwachen. Vielleicht ist dies mein letztes Erwachen, bevor ich eins werde mit dem Strom der Zeit. Diese Welt verändert sich. Die Welt flüstert mir von deinem Schicksal. Der Pfad, den du eingeschlagen hast, wird dich das Grauen lehren. Hüte dich. Hüte dich. Doch hält dir auch mich. Freude bereit, wenn du das findest, von dem du noch nicht einmal ahnst, dass du es verloren hast. Lass mich einen Augenblick länger der Welt lauschen. Nur ein paar Jahre lauschen. Dem Strom der Zeit. Ah, okay, da schlummert's wieder. Hey, die ist fast am Verrecken. So wie die atmet. Sie ist eingeschlafen. Das Grauen? Und etwas finde, von dem ich nicht einmal ahne, dass ich es verloren habe?